Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Jesse. Heute mit einem etwas theoretischeren Thema, und zwar widmen wir uns mal den DPS, also den Schaden pro Sekunde, beziehungsweise generell den Schaden, den ihr in Diablo 3 macht und vor allem, wie ihr das optimieren könnt oder wie ihr das verbessern könnt. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Ich nenne es einmal optimieren und einmal erneuern. Zuerst schauen wir uns mal die Möglichkeit des Optimierens an. Was bedeutet das Ganze? Dafür benötigt ihr mal die Webseite Diablo Progress. Dort könnt ihr euren Char laden bzw. euer Profil genau inspekten, und ihr habt zusätzlich auch noch die Möglichkeit, den dort integrierten DPS-Kalkulator für eure Klasse zu nutzen. Das ist ganz, ganz simpel. Ihr klickt einfach auf den Namen eures Charakters, den ihr gerade betrachten wollt, und dort seht ihr dann ganz unten in der Ecke, ich habe es euch eh eingeblendet, wie das aussieht, und dort unten die wichtigste Information, die ihr natürlich benötigt, ist zum Beispiel, wie viel Damage bringt mir ein Mainstat-Punkt, wie viel Damage bringt mir zum Beispiel ein kritischer Trefferwertung und wie viel Damage bringt mir ein kritischer Trefferschaden. Und dann könnt ihr euch ganz normal ausrechnen, ob ihr auf eine Waffe oder zum Beispiel auf eine Halskette 10% kritische Trefferwertung raufrollen sollt oder lieber 100% kritische Trefferschaden, und zwar einfach aus dem Grund, der euch normal den DPS-Wert ausrechnen könnte. Also es wird in Diablo sowieso alles über DPS ermittelt. Und somit könnt ihr euch das Ganze dann hochrechnen und vor allem die Einfachheit dieses DPS-Kalkulators. Es ist natürlich jetzt nur eine Näherungssoftware, da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Einfachheit ist es einfach, wenn sich euer Gear verbessert, müsst ihr praktisch nur den Charakter aktualisieren und dann seht ihr auch, wie sich eure Stats verändern. Also das Ganze ist nicht statisch, das dürft ihr euch nicht so vorstellen, ja okay, da passiert eh nichts, der Stat, der bleibt immer gleich, sondern das Ganze skaliert einfach dynamisch. Was natürlich so viel bedeutet, wie wenn ihr einen gewissen Breakpoint überschreitet, zum Beispiel nehmen wir mal an, 50% kritischer Trefferwertung, danach skaliert ein kritischer Damage, also kritischer Trefferschaden, skaliert dann ganz anders. Also daher ist es ideal, wenn ihr mal zwei, drei Items ausgetauscht habt, geht mal auf die Seite, checkt mal euer Profil gegen, ob ihr noch die ideale Damage-Verteilung habt. Da werdet ihr auch sehen, dass zum Beispiel euer Mainstat, wie jetzt zum Beispiel beim Barbar, die Stärke gar nicht so gut ist. Zum Beispiel auf den Ring im Idealfall rollt man dann nicht 500 Stärke, sondern lieber 50% mehr kritischer Trefferschaden, da es overall ein wesentlich höherer DPS-Gain ist. So, und der nächste Punkt, das seht ihr schon im Hintergrund, der zweite ist das sogenannte Erneuern, also das komplette Austauschen von Items, da sie einfach nicht optimal gerollt sind, oder da ihr könnt ja sehen, wenn ihr praktisch Shift klickt, wie weit die Reichweite der Stat-Verteilung wäre, und natürlich sind hier uralte Items auf jeden Fall zu bevorzugen, da sie einen wesentlich höheren Stat-Pool haben, viel höher gerollt werden können und damit overall auch wesentlich mehr Schaden rausgibt. Das ist ganz wichtig, ihr müsst unterscheiden, optimieren, das ist bereits erhaltene Items, wie holt ihr das Beste aus den erhaltenen Items raus und dann erneuern. Es gibt eben gewisse Items, da kann man nicht mehr rausholen, weil man kann nur einen Wert rerollen und der andere ist trotzdem schlecht gerollt. Da müsst ihr einfach das gesamte Item austauschen, und dafür empfehlen wir euch eben dieses D3 Max Stats. Dort seht ihr dann, wie weit euer Item prinzipiell mal von einer optimalen Itemverteilung entfernt ist. So, und das war's dann auch mehr oder weniger von mir. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Die ganze Beschreibung der einzelnen Items und Links gibt es wie immer im Link darunter unter dem Video. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, immer her damit, ab damit in den Kommentaren. Und dann können wir das Mysterium DPS sicher ohne Probleme aufklären. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.